Die letzte Runde haben wir als Vasall beendet. Diese Runde wollen wir diesmal selber diejenigen sein, die die anderen zu Vasallen machen und auf jeden Fall mit möglichst vielen Siegpunkten am Ende der Partie rauskommen. Und damit herzlich willkommen zurück zu So. Wir starten mal wieder mit unserem kleinen. Wir haben hier schon unseren kleinen Stamm. Wir haben hier schon Salbei. Und da haben wir schon mal Kupfer. Wir brauchen Kupfer und Pferde, wenn wir Ägypten erreichen, um deren Spezialeinheit bauen zu können. Das heißt, wir sollten uns hier in der Region weiter aufhalten und ich sage mal, wir gehen nach dahin. Kupfer und Pferde, alles klar. So, unser Ziel wird es sein, dass wir halt eine dieser drei Bedingungen erfüllen. Wir sind bei der gut dabei, bei der sind wir jetzt richtig gut mit dabei und bei der. So. Und dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende der ersten Runde. Haben voll Glück. Wollen wir auf jeden Fall da in die Richtung gehen. Das wollen wir beides haben. So, die Runde ist vorbei. So, na also das Gebiet lohnt sich auf jeden Fall. Es ruckelt gerade unsinnig. So, und wir bewegen uns. Bären, ach, sehr gut. Können wir uns aufspalten. Das macht einfach am meisten Sinn, damit ich die beiden Sachen hier erreichen kann. Und dann. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Schicksal wegen dem Bonus, aber ja. Die Geschichte in den Sternen. In wolkenlosen Nächten, nachdem die Feuer nur noch glut sind, blicken viele aus deinem Stamm fasziniert vom gewaltigen Sternenwerk in den Himmel. Einige sind wiederkehrende Muster zwischen den hellsten Gestirnen aufgefallen und sie stellen sich diese als Gestalten von Helden und Tieren vor. Geschichten ihrer Abenteuer, Siege und Niederlagen machen die Runde. Ihr erkennt, dass hier Mythen entstehen können, die die Macht haben, den Stamm zu formen. Welche Themen regt ihr an? Natur? Wir werden Respekt und Verständnis für das Land unterstützen. Schicksal? Im Vordergrund werden Geschichten über unseren Aufstieg und unsere Dominanz stehen. Oder Gewalt? Die Mythen werden Ideen von Aggression und Blutvergießen fördern. Nee, nee. Also. Natur ist zwar ganz nett, dann hätten wir noch einen, den wir durch die Gegend schicken können, aber ich finde, Schicksal ist halt schon einfach on point, damit man so schnell wie möglich zwei Gebiete erobern kann. Und dann nimmt man das. Dann können wir nämlich auch hier mal gucken. Oh. 18, na. 8, 7 ist natürlich blöd. 10, 5. Dann, warum nicht?
we move. Cool. Als nächstes geht's nach der Waffe. Schauen wir mal, ob wir wirklich erreichen. Wahrscheinlich eher nicht. Einfluss. Sieg. Ja, damit haben wir es doch schon mal gut vorangebracht. Ein Tier haben wir getötet, zweites kommt hier noch. Sofort. Am Ende wird das noch meins. Mein Weg ins nächste Zeitalter. Das wäre so witzig. Das wäre es in der Tat. Es wäre so unsinnig, das nicht mitzunehmen. Drei Runden dann als Tlanguan. Eine Stadt, wenn wir Glück haben, so. Na, das war ja. Aha. Earth gives us strength. Dann schon 2 von 5 Tieren haben. Und das ist wieder mehr Nahrung. Das ist vor allen Dingen das Relevante. Ja, und die Heilung ist ja bei uns. What's over there? Ha, welche Art vorbracht. Ha. Reim die Puri entdeckt. Sehr gut. Na, und damit habe ich jetzt den Epochenstern freigeschaltet, das ja. Ja, jetzt gucken wir mal. Also die Karalana sind noch da. Die finde ich sehr gut, weil die einen sehr starken Legacy-Bonus haben. Und die Ägypter. Ich kann ja nicht um die Ägypter drum rum. Nee. Also theoretisch hätte ich ja sagen müssen, Römer. Aber die kommen erst im nächsten Zeitalter insofern. Also alles gut. Bauherren sind eh meine Spezialitäten hier. Wir haben tatsächlich erst 3 Völker vergeben, das heißt, ich bin auch noch echt früh dran. Cool, dann nehmen wir doch die Ägypter. Können wir die ägyptische Pyramiden bauen. Markabat haben wir alles da. Der Legacy-Bonus ist gut. Ja, und dann würde ich sagen, an dieser schönen Stelle mit dem Traumvolk für das erste Zeitalter sage ich
danke fürs Zuschauen. Gleich kommt eine Playlist, die wird euch noch weitere Humankind-Spiele von mir vorschlagen. Ansonsten gerne auf dem Kanal auch mal nach Civilization 7 gucken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin viel Spaß beim Selberrichten einer eigenen multikulturellen Zivilisation. In Humankind wünscht euch euer Aha.